Es ist die Weltanschauung dessen das, was ich bin. Ein Teil eines unendlich Großen, beschreibbar wie ein riesiges Uhrenwerk, dessen Teile nur so viele sind, wie es benötigt wird. Kein Teil davon ist überflüssig. Wir sind alle aus einem ganz bestimmten Grund hier, um uns bewusst zu werden, zu erwachen und die Neuzeit direkt in unseren und deinen Herzen aufzunehmen, damit die neue Zeit erblühen kann im Garten Gottes Eden. Ich bin auf einer ganz besonderen Reise, auf einen Weg, der mich dorthin führt, an dem ich mich jetzt schon erinnern werde. Ich werde mit meinen guten Gedanken aufsteigen, es wertschätzen und mich jetzt schon in den Mittelpunkt bringen, genau das, was ich schon in frühester Zeit tun hätte sollen, mich in Erinnerung bringen. Alles ist ausgerichtet wie ein Kompass. Zielgenau gehen wir jeder für sich seinen Weg nach vorn, nicht zurück. Denn ich bin etwas ganz Besonderes, vor allem dann, wenn ich liebe, in jeder Zelle meines Daseins verspüre. Ich komme gut mit mir aus. Wir haben sehr viel Spaß miteinander, wenn Körper, Geist und Seele sich verbinden. Ich bin glücklich. Denn in mir pulsiert mein Leben, meine Gesundheit, meine Vollkommenheit. Umso tiefer ich mich dort hineinbegebe, umso höher sind meine Frequenzen zu Gottvater. Ich versperre mich nicht, den Göttlichen. Ich lade ihn in meinen Körper ein, mit mir zu leben, verbunden zu sein. Und ich gebe meinem Einverständnis dafür, mich führen zu dürfen. Wie sonst kann Gott walten? Mit dem freien Willen. Auch in der Natur ist es wichtig, sein Einverständnis zu geben, dass wir mit der göttlichen Energie aufgeladen werden dürfen. Von Mutter Natur. Alles hat seine Gesetze und es wird Zeit, sich den guten Gesetzen zu fügen, zu verbinden und zu begreifen, dass jeder für sein eigenes Wohl des Aufstieges Sorge trägt. Alles wird sich verändern. Ich werde mich verändern, um das Alte abzulegen und das Neue in mir willkommen zu heißen. Lassen wir die Neuzeit in uns wirken und begeben wir uns in die Leichtigkeit des Lebens, denn dort ist unser Zuhause, unser wahres Zuhause. Um mit den göttlichen Energien aufzusteigen, benötigst du keinen Verstand, sondern ein reines Herz. Noch gestern waren wir unwissend, aber heute sind wir von der göttlichen Liebe getränkt.